Bekomme ich wirklich 14,4% Abschlag, wenn ich am Ende meiner passiven Altersteilzeitphase mit 63 Jahren in Rente gehe? Ist das wirklich verfassungsgemäß? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de reinbekommen, die lautet ungefähr sinngemäß: Hallo, ich werde ab 1.4.2024 eine Altersteilzeit für 3 Jahre beginnen und dann bis zum 31.3.2027, also die geht bis zum 2027 und danach 3 Jahre in die passive Altersteilzeitphase. Habe dann 48,6 Jahre voll erreicht, bin leider nach 62 geboren, also im Jahr 1967. Die Rentenversicherung will dann bei mir, wenn ich mit 63 in Rente gehe, 14,4% abziehen. Gerecht oder nicht? Ist das verfassungskonform? Ist das gesetzlich in Ordnung? Wie sieht die Rechtslage aus? Also die Rechtslage ist da relativ eindeutig. Ob nun mit passiver Altersteilzeit oder normalem Arbeitsverhältnis spielt keine Rolle. Wenn Sie mit 63 in Rente gehen wollen oder können, dann werden Sie bei einer Altersrente für langjährig Versicherte, wenn das Geburtsdatum nach 1964 ist, auf jeden Fall 14,4% Abschläge bekommen. Das ist natürlich für Sie die Höchststrafe, das verstehe ich auch, aber das Gesetz schreibt Ihnen ja nicht vor und der Altersteilzeitvertrag schreibt Ihnen ja nicht zwingend vor, dass Sie in Rente gehen müssen. Sie können ja auch, wenn Sie das wollen, noch wo anderweitig eine Tätigkeit ausüben oder Sie könnten sich sogar nach Ende der passiven Altersteilzeitphase arbeitslos melden, um so dann noch hier den möglichen Rentenbeginn zu einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit zu erreichen. Also diese Möglichkeiten, diese Optionen stehen Ihnen zumindest offen. Es sagt Ihnen kein Mensch, oder das Gesetz schreibt Ihnen nicht vor, dass Sie bei Altersteilzeit zwingend mit 63 in Rente gehen müssen, sondern der Gesetzgeber lässt Ihnen hier jeglichen Handlungsspielraum offen. Aber grundsätzlich ist es so, mit der Anhebung der Regelaltersgrenze wurde aber auch der Abschlag in der Altersrente für langjährig Versicherte für diejenigen Geburtsjahrgänge nach 1964 deutlich angehoben. Das heißt also, diejenigen, die nach 1964 geboren sind, können ja nur noch mit 67 in die Regelaltersrente gehen. Und Sie werden dann, wenn Sie mit 63 vorzeitig in Rente gehen, hier die Höchststrafe bekommen, sozusagen 14,4% Abschlag. Das sind es sind ja 4 Jahre, die Sie vorher frühzeitig vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Und dafür bekommen Sie halt eben pro Kalendermonat 0,3% Abschlag. So ist die Rechtslage. Das ist verfassungskonform. Da wird es auch, denke ich mal, keinerlei Änderungen geben. Aus der Praxis und auch aus dem, wie die höchsten Sozialgerichte hier in Deutschland entschieden haben, sehe ich da keine Chance, dass Sie da irgendwie beim Bundesverfassungsgericht durchkommen könnten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.